Ja, das MTZ, ein medizinisches Trainingszentrum in Großwallstadt, gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren. Ist im Kern von Anfang an eigentlich eine physiotherapeutische Praxis mit eben einem angeschlossenen Trainingsbereich. Ganz egal, ob der Patient mit akuten oder chronischen Beschwerden zu uns kommt oder ob er auch einfach prophylaktisch da ist. Wir arbeiten dann daran, dass der Patient auch langfristig beschwerdefrei ist. Richtig Power, richtig komm. Drück. Jawohl, und locker lassen. Wir gehen individuell auf die Patienten ein. Die werden dann analysiert und die Trainingsform wird dann bedarfsweise auf den Patienten abgestimmt und betreut. Und das kann zum Beispiel Einzeltraining oder auch Gruppentraining sein. Wir haben mit Sicherheit zur Umsetzung unserer Therapie- oder Trainingspläne ein paar Geräte, die es nicht überall gibt. Eben jetzt zum Beispiel auch das Anti-Schwerkraftlaufband, mit dem wir halt bis zu 80% des Körpergewichtes wegnehmen können. Wir haben dieses Tergomet oder auch das Isomet-System, wo man wirklich genau diagnostizieren kann, sprich Disbalancen, Unterschiedsverhältnisse der Muskulatur zu messen, um auch herauszubekommen, wo muss ich im Trainingsplan anzusetzen, um vielleicht Schmerzen oder Probleme vorzubeugen oder wenn sie denn da sind, die zu beheben. Fest nach unten. Durch das fixierte Gelenk kann auch relativ früh, auch in der Rehabilitationsphase, auch schon nahezu Vollgas gegeben werden und dementsprechend Rehabilitations- und Kraftzuwachsprozess deutlich gesteigert werden. Ganz nebenbei haben wir auch noch eine Höhenkammer, wo wir in Großwallstadt bis zu 4.500 Meter simulieren können, um gewisse Stoffwechselprozesse in Gang zu bringen. Ich denke, das sind so ein bisschen die apparativen Besonderheiten, die uns hier ausmachen. Aber eigentlich ist das ja nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist ja hier, dass wir hier Fachpersonal finden. Zum einen Physiotherapeutinnen und Therapeuten oder Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, die auch in der Lage sind, mit ihren Fähigkeiten und mit ihrem Know-how und ihren Kenntnissen und auch als Team diese Systeme und auch unsere anderen Geräte sinnvoll und gewinnbringend für den Patienten oder für den Trainingskunden einzusetzen, dass jeder zu seinem individuellen Ziel kommt. So, ich drücke jetzt auf 3 runter, ne, und dann drückst du einmal ganz fest nach hinten. In der Therapie oder im Training ist es besonders wichtig, den Menschen ganzheitlich zu betrachten, um ihm helfen zu können. Hallo! Peter Mies, ich habe einen 12. Termin bei der Frau Habel. Jawohl! Ich bin letztendlich hier, weil die Frau Habel mir von Anfang an genau erklärt hat, nicht nur was wir machen, sondern auch warum es wir machen, was das mit meinem Körper macht, was ich hinterher für Vorteile davon habe. Sie hat mich von Anfang an die Erstellung des Übungsplans mit einbezogen, dass ich also genau wusste, was ich warum mache und was ich letztendlich davon habe. Das fand ich total klasse. Ich bin mittlerweile 3 Jahre hier, nicht geändert. Also das ist nach meiner Erfahrung mit Physiotherapeuten ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Wir haben hier ein großes, tolles Team mit einer schönen Atmosphäre, in der es viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Ich bin hier als Physiotherapeut angestellt, seit ungefähr 7 Jahren. Für mich war es wichtig nach der Ausbildung, dass ich in der Praxis anfangen kann, wo ich mich halt weiterentwickeln kann, wo man viele Möglichkeiten hat. Der Therapeut hat auch einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Wir bieten unter anderem die EAP an, die erweiterte ambulante Physiotherapie. Dabei begleiten wir den Patienten 5 Tage die Woche, können Veränderungen, Verbesserungen sehen oder auch einfach, wie der Patient in sein Arbeitsleben zurückkehrt. Die Möglichkeiten, die man hier hat, sind halt ideal, weil man einfach über verschiedene Seiten ansetzen kann. Man kann sich mit den Sportwissenschaftlern kurz schließen, überlegen, ob die noch eine Idee haben. Wir haben regelmäßig hier Sitzungen, wo wir uns mit den Therapeuten unterhalten. Wir haben auch die Handballbetreuung. Besonders schön ist es, dass wir da ein Teil vom Team sind. Die sind da wirklich perfekt für uns da. Behandeln uns präventiv oder eben, wenn wir irgendwelche Verletzungen haben, sorgen sich dann um uns. Ich wurde selbst als Spieler natürlich schon hier betreut, hier versorgt. Ja, mit Andi habe ich schon in Kirchzell damals zusammengespielt. Ich kannte ihn auch schon vorher. Und ich ihn damals bewundert habe, weil er beim TVG erste Bundesliga gespielt hat. Ja, gehört schon zum Haus dazu, dass wir uns um die Handballer der Region kümmern. Wir machen es gerne. Es ist viel Arbeit, weil man natürlich auch am Wochenende Zeit investiert als Physiotherapeut. Aber wenn man da Lust drauf hat, man kriegt natürlich unglaublich viel zurück. Man ist Teil des Teams, man fährt überall mit hin, man ist mit den Mannschaften unterwegs. Und das ist einfach eine schöne Zeit, finde ich. Ich bin gelernte Sportwissenschaftlerin, bin hier im Trainingsbereich tätig.
finde auch, dass ich hier meinen Beruf so ausleben kann, wie ich es mir grundsätzlich auch vorstelle. Ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, uns mal anzuschauen, weil wir hier einfach von allem irgendwie was dabei haben. Da trifft sich jung und alt, sage ich immer. Also wenn man sagt, ich kann Leuten helfen, wieder auf die Beine zu kommen, gesund zu werden, wieder fit zu werden, gerade wenn es auch Sportler sind. Du liegst voll im Soll, da können wir jetzt quasi den Mittelwert bei der Kurve nehmen. Also da ist schon so ein bisschen Herzblut mit drin. Go! Wir sind zwar ein großes Team, aber die Stimmung ist trotzdem sehr familiär. So, und passt das, denke ich. Hier arbeiten Menschen für Menschen, mit Menschen. Deswegen passieren ja auch immer mal unvorhergesehene Dinge. Aber wo gibt es das nicht? Wir sind 35 Mitarbeiter. Hier kommen täglich so viele Patienten her. Natürlich läuft es da auch mal unrund. Aber am Ende haben wir echt viel Spaß. Irgendwie bescheinigt uns auch jeder. Die Mitarbeiter haben Spaß und viele Patienten sagen uns, oder wer herkommt, auch mal spürt so ein bisschen, dass das hier passt. Und ich finde, wir haben ein tolles Team. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir das Team vergrößern können.